Wenn du Lust auf ein richtiges Power-Workout hast, dann ist dieses Workout sicherlich das Richtige für dich. Wir werden unser Workout durchführen mit dem Powerband. Wir haben unterschiedliche Bandstärken und bevor wir loslegen, mach dich bitte wieder sinnvoll warm. Unsere erste Übung ist die klassische Kniebeuge mit dem Band. Hierbei geben wir dir unterschiedliche Level, die du nutzen kannst, damit es auch intensiv wird. Level 1, man nimmt das Band vor die Brust, stellt die Füße circa schulterbreit auf und geh erstmal in die Bewegung rein. Man neigt bei dieser Position häufig dazu, die Schultern zu verspannen, den Nacken zu verspannen. Lass die bitte locker. Dann den Rücken gerade lassen, geh nur so tief, dass dein unterer Rücken gestreckt bleibt. Und noch ein Hinweis, beim Hochkommen spann sehr schnell deinen Po an, den Po richtig zusammenkneifen. Wenn du Level 2 möchtest, gehen wir eine Stufe weiter, dann nimmst du das Band hinten auf den Schultergürtel. Hier neigt man ganz gerne dazu, den Oberkörper aus dem Lot zu bringen, halte dich stabil im Oberkörper. Beim Level 2 würde ich dir noch empfehlen, auch zusätzlich auf die Knie zu achten. Manchmal gehen die Knie etwas nach innen, halte deine Knie außen. Wenn du das Gefühl hast, du könntest Level 3 machen, dann strecke das Band über den Kopf. Eine sehr anspruchsvolle Übung, man hat eine deutlich größere Aktivierung in der Rückenmuskulatur. Und dabei die Handgelenke und den Schultergürtel locker halten, Handgelenke gerade, Schultergürtel locker, die Arme im besten Fall gestreckt über dem Kopf halten. Übung 2 ist das Kreuzheben, eine recht komplexe Übung, bei der du bitte eine Fußstellung findest, die circa schulterbreit ist. Du hältst das Band vor der Hüfte und gehst mit geradem Oberkörper nach vorne unten. Das nächste Mal hältst du bitte unten an und ich zeige dir noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Dein Rücken ist gestreckt, dein Nacken ist in Verlängerung der Wirbelsäule, deine Knie haben eine leichte Beugung und du bringst vielleicht sogar eine kleine Dehnung in die Oberschenkelrückseite. Geh wieder bitte in die Bewegung. Beim Aufrichten bringst du sehr schnell eine Aktivierung in die Gesäßmuskulatur. Du spannst also dein Gesäß richtig an beim Hochkommen. Dein Rücken bleibt in der geraden Position. Vermeide es, dich nach hinten zu lehnen. Wenn dir das zu leicht ist vom Level, steigern wir das Ganze und du wickelst einfach das Band einmal noch um den Fuß herum und würdest die gleiche Übung durchführen, einfach mit etwas mehr Zugkraft drauf und bist im Level 2. Würdest du noch mehr steigern wollen, dann würdest du es am anderen Fuß genauso machen und wärst im Level 3. Die dritte Übung ist eine drückende Übung, bei der du das Band in eine Hand nimmst. Später folgt natürlich die andere Seite. Du gehst in eine kleine Ausfallschrittposition, bei der du beide Füße fest am Boden spürst. Das Band wird auf circa der Linie Brustachsel gehalten. Jetzt wird das Band nach vorne weggedrückt. Dadurch, dass der Zug von hinten kommt, musst du in der Rumpfmuskulatur sehr gut anspannen und dich stabil halten. Wenn du ein höheres Level willst, hebe die hintere Ferse einfach an. Dadurch wird das Ganze etwas instabiler und du empfindest es, vor allem in der Rumpfmuskulatur, als intensiver. Willst du sogar ein drittes Level ausprobieren, gehst du mit dem hinteren Knie runter in eine Ausfallschrittposition. Jetzt im Moment halte ich das Band hinter Sarah. Du kannst das Band gerne auch mit einem Türanker hinter dir in einer Tür fixieren. Genauso wie bei der Übung 3 werden wir auch bei Übung 4 in einer Ausfallschrittposition starten. Beide Fußsohlen sind gleichmäßig belastet und du hast am Anfang das Band erst in einer Hand, später wieder in der anderen. Es geht um eine ziehende Übung, bei der du den Ellenbogen, leg mal los bitte, eng am Körper entlang führst. Was uns hierbei ganz wichtig ist, ist die Position von der Schulter. Achte darauf, dass deine Schulter immer hinten positioniert ist und erst dann der Ellenbogen richtig geführt wird. Möchtest du das Ganze etwas intensiver, dann hebe deine hintere Ferse an. Du brauchst jetzt noch eine größere Aktivierung in der Rumpfmuskulatur. Immer jedoch an die Position der Schulter bitte denken. Und Level 3, du gehst auch hier in eine tiefere Position, hältst den Oberkörper aufrecht und machst dann das Rudern eng. Wir als Trainer würden immer empfehlen, dass du zu Hause verschiedene Bänder zur Verfügung hast, sprich mit unterschiedlicher Zugstärke, damit du für deine Übungen auch eine gute Intensität erreichst. Bei diesem Workout hier heute empfehle ich dir ein Zirkeltraining. Das bedeutet, dass du Übung 1, 2, 3, 4 nacheinander durchführst. Jede Zirkelrunde machst du 2 bis 3 Mal und dabei bitte 15 bis 20 Wiederholungen pro Übung. Bitte wähle dir ein stärkeres Band, wenn du das Gefühl hast, dass dir 20 Wiederholungen zu wenig Intensität bringen.
Zum Abschluss noch ein paar Infos für dich, die durchaus interessant sind. Dieses Powerband ist unglaublich vielseitig. Heute habt ihr einen Auszug gesehen aus einem recht dynamischen Powertraining. Genauso kann man das Powerband nutzen für Mobilitätstraining, für athletisches Training, für reines Krafttraining. Oder man kann es sogar nutzen als Unterstützung, um Bewegungen erstmal leichter durchzuführen. Wir hoffen, euch hat das Workout gefallen. Wenn ihr weitere Workouts sehen möchtet, dann schaut bitte in den Link. Und ebenfalls Infos zum Personal Training mit dem Fit-Team findet ihr in den Links.